Genau, bei mir ist Carsten Jahnke, der Herr der Konzerte in Hamburg. Und er hat für 2016 ein ganz besonderes Projekt. Herr Jahnke, erzählen Sie doch mal. Ja, das Projekt heißt The Sessions, der Beatles in den legendären Abbey Road Studios. Und dieses Projekt ist entstanden, weil ein alter Freund von mir dies auf Tour schicken will. Der war schon 10 Jahre pensioniert und ist so fasziniert von dieser Idee und hat mich davon überzeugt. Ich mache das am 16. April in der Barclaycard Arena. Und da bauen wir das Abbey Road Studio in voller Größe auf. Und Jeff Emerick, der legendäre Tontechniker der Beatles, hat alles zur Verfügung gestellt. Und das heißt, wir sind also sozusagen dabei, wie die Beatles damals diese legendären Aufnahmen gemacht haben. Und das, finde ich, musste Hamburg haben. Das klingt wunderbar, aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Konzerte in diesem Jahr, die uns erwarten. Was sind da Ihre Highlights? Ja, also wir haben natürlich schon wieder eine sehr erfolgreiche Stadtparkserie, sind schon mehrere Konzerte ausverkauft. Also ist natürlich kein Wunder, dass Simply Red auch im Stadtpark ausverkauft ist. Und Johannes Oerding ist auch schon ausverkauft. Und was mich besonders freut, oder ist aber noch nicht perfekt, ist, ich hoffe, dass Kamasi Washington, der neue Jazzstar, auch in den Stadtpark kommt. Das ist aber noch nicht bestätigt. Dann bleibt es also noch spannend, da warten wir ab. Viel Erfolg mit dem Beatles-Projekt. Wunderbar. Und vielen Dank, dass Sie hier sind. Frohes neues Jahr. Dankeschön.